begrüße euch also bei unserer ersten Veranstaltung hier vom nicht vorhandenen Kreisverband Esslingen. Ja, also wir sind kein Kreisverband, wir wollen kein Kreisverband, wir kriegen das alles ohnehin. Wir finden das gut so. In Kirchheim, Applaus vom Bezirk, das ist schön. Wir machen eine vierteilige Runde, also vier Veranstaltungen. Die erste heute hier in Kirchheim, Leben im Netz, dann in 10 Tagen in Nürtingen, bedingungslose Grundeinkommen, im Juni, schon mal ein bisschen Vorschau, der Gerwald Brunner mit dem fahrscheinlosen Nahverkehr und am 22.06. kommt dann der Bernd Schlimmer zu uns nach Esslingen. Das mal so als Vorab. Ich freue mich ganz besonders, dass Frau Alt sich bereit erklärt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Frau Alt ist Kandidatin der FDP. Eingeladen waren sie alle. Und das möchte ich auch nicht verschweigen. Also Herr Hendrich hat sich gar nicht gerührt. Herr Hendrich, CDU. Herr Arnold hat dankend abgelehnt, hat das schon bei der letzten Veranstaltung gemacht. Hat gesagt, er kann nicht dafür sorgen, dass die Piraten Aufmerksamkeit bekommen. Das nehme ich ehrlich, das finde ich gut. Herr Gastel von den Grünen konnte diesen Termin nicht, wird hoffentlich dabei sein, wenn wir in Leinfelden-Echterdingen sind. Und Frau Heidt von den Linken kann leider an diesen beiden, also die beiden ersten Termine auch nicht, meine ich jedenfalls, oder wollte sie nach Nürtingen kommen? Gut, muss ich nachlesen. Aber wird auf jeden Fall dann auch in Leinfelden-Echterdingen beim bedingungslosen Grundeinkommen dabei sein. Frau Heidt, möchten Sie ganz kurz sich noch vorstellen? Ja, weiß was. Dass Sie kennen, weil also die Vorstellung hier in der lokalen Presse war, hat man mein Foto verweigert zu veröffentlichen. Also nur, dass Sie den Namen Renate Alt in Verbindung bringen können. Einmal im Akzent merken Sie jetzt wahrscheinlich, dass ich nicht in Deutschland geboren bin. Ich bin in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren, heutige Slowakei, und kam im Jahr 1992 nach Deutschland als Diplomatin. Ich war Wirtschaftsattaché im Generalkonsulat in München. Habe dann später geheiratet. Mein Mann ist ein gebürtiger Kirchheimer, so hat es mich dann nach Kirchheim verwählt. Und seit dem Jahr 2009 bin ich bei der FDP. Ja, und auch die FDP, haben Sie sicher mitbekommen, hat so ihre eigenen Problemchen und befindet sich momentan in einem Wandel. Und da habe ich mich dieses Jahr oder letztes Jahr entschlossen, durch meine Bundestagskandidatur hier auch meinen Teil beizutragen und Lebenserfahrungen zu sammeln. Und es freut mich also, wenn ich dann auch bei so einem spannenden Thema wie das Leben im Netz heute anwesend sein darf. Und jetzt ist es gut. Vielen Dank. Gut. Sind von euch vorab noch irgendwelche Fragen? Irgendwas noch unklar? Also das Catering macht ja das Mehrgenerationenhaus Linde, dem ich hier auch nochmal ausdrücklich danken möchte, dass wir das hier durchführen dürfen. Das Mehrgenerationenhaus tritt nicht als Veranstalter auf, sondern wir machen unsere Veranstaltung hier und dürfen diese Räume nutzen. Auch nochmal Dank an die Stadt Kirchheim natürlich. Ja, dann darf ich jetzt unseren vortragenden Gast vorstellen nochmal. Wer die Katascha nicht kennt, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja, ist aber so. Also die Katascha ist extra für uns aus Hannover gekommen und wird heute für uns zum Thema Leben im Netz, so wenn alles nichts kostet, wer ist dann die Ware? Ja, das ist immer so die Frage. Wahrscheinlich sind es dann nur wir. Uns was erzählen und Impulsvortrag machen. Wir machen danach dann noch eine Fragerunde, moderiert von der Claudia. Und ja, wir müssen mal schauen, wie wir da reinwachsen in das Thema heute. Und dann mein Vorschlag, wir fangen einfach mal an. Ja, erst einmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich bin sehr gerne gekommen, weil ich erzähle unglaublich gerne etwas über eins meiner liebsten Themen, und zwar Datenschutz. Ja, ich habe gedacht, so der Vortrag sollte sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, wie wir eigentlich im Netz mit diesen scheinbar kostenlosen Diensten konfrontiert sind und ob es nicht irgendwo versteckte Kosten gibt, die meistens ja auf Kosten unserer Privatsphäre, auf Kosten unseres Datenschutzes irgendwo einen Gewinn erwirtschaften und oft ohne, dass wir es eigentlich merken. Ja, erst einmal zu mir. Mein Name ist Katharina Nokun. Ich komme aus der Nähe von Osnabrück, aus Dissen. Das ist am Teutoburger Wald. Ich habe dort für die Piratenpartei Niedersachsen auf Listenplatz 2 zu den Landtagswahlen kandidiert. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir den Einzug in den Landtag nicht geschafft haben. Machen wir einfach außerparlamentarisch weiter, denn es gibt dort viel zu tun. Ich bin seit
ich glaube, einem Monat Themenbeauftragte für Datenschutz der Piratenpartei Deutschland. Das heißt, ich habe so eine Art koordinierende Funktion, um zu gucken, was ist im Bereich Datenschutz gerade zu tun, wie können wir das politisch angehen, und bin auch Koordinatorin der Arbeitsgemeinschaft Datenschutz. Ich blogge auch meistens zum Thema Datenschutz und Netzpolitik unter katascha.de, und man kann mir auch über Twitter über die Schulter schauen, was ich so täglich im Netz finde. Und wer Fragen noch hat, kann mich auch gerne jederzeit per Mail erreichen. Also ich freue mich auch gerne, wenn irgendjemand mich auf Missstände aufmerksam macht oder so. Ich leite das dann gerne an die entsprechenden Behörden oder Stellen weiter. Das ist so ein Hobby von mir. Ja, also zum Inhalt des Vortrags. Ich wollte es recht kurz und plakativ machen, denn ich denke, dass es wichtig ist, erstmal so einen einfachen Einstieg oder einen Überblick zu bekommen, warum Datenschutz eigentlich wichtig ist. Und würde dann gerne weitergehen dazu, wie wir eigentlich, womit wir eigentlich zahlen. Was ist eigentlich so die geheime Währung des Internets, und was sind eigentlich die Geschäftsmodelle, auf denen halt viele dieser neuen kostenlosen, schönen Dienste basieren. Dann würde ich noch gerne auf dieses große Vorurteil kommen: ich habe doch nichts zu verbergen, was dann meistens angebracht wird von Leuten, die meinen, ja, diese Datenschützer, die übertreiben so ein bisschen. Mir persönlich macht das ja alles nichts aus, und wollte dann noch ein paar praktische Tipps geben für all jene, die meinen, dass sie doch etwas zu verbergen haben, vielleicht ihre Privatsphäre. Und last but not least geht es natürlich auch darum, inwiefern nicht auch die Politik da so ein Wörtchen mitreden kann und Lösungen beim Datenschutz auch im Wirtschaftsrahmen geben kann. Ja, erst einmal, warum Datenschutz? Datenschutz hat mich angefangen zu interessieren. Das war so um 2007 rum. Da hat die Bundesregierung sich überlegt, dass sie die Vorratsdatenspeicherung einführen möchte. Und Vorratsdatenspeicherung bedeutet, dass der Staat verdachtsunabhängig alle Kommunikationsdaten der Bevölkerung sammelt und 6 Monate aufbewahrt, im Fall von Deutschland. In Polen werden die sogar 2 Jahre aufbewahrt. Das heißt, sollten Datensammlungen angelegt werden, wer telefoniert mit wem, wann, von wo aus über die Funkzelle, wer schreibt wem eine Mail und mit welcher IP-Adresse bin ich im Netz unterwegs. Und ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, meine Eltern sind beide ITler, das heißt, ich habe mit meiner Mutter oft Mails geschrieben, obwohl sie 2 Zimmer weiter sitzt, weil es einfach praktischer war. Und ja, also für mich war es so ein ganz normaler Teil des Alltags, und schon sehr früh. Und ich dachte, nein, Moment mal, die Regierung möchte nicht ernsthaft so eine unglaubliche Datensammlung über unsere Privatsphäre anlegen. Das hat für mich so einen gewissen Prozess im Kopf ausgelöst, und ich habe mich darüber empört, dass niemand sich so wirklich für das Thema interessiert hat. Also es gab dann so ein paar Berichte in den Zeitungen, aber die Massendemonstrationen und Aufstände blieben halt aus, und da habe ich angefangen, mich zu engagieren. Und dann haben wir diese Demonstration halt selber organisiert. Warum ist Datenschutz wichtig? Ich glaube, wir leben einfach in einer Informationsgesellschaft, wo immer mehr Teile des Alltags irgendwo eine elektronische Spur hinterlassen. Also beispielsweise heute Morgen bin ich aufgestanden, es wurde geweckt von meinem Smartphone. Das hat auch eine Weckfunktion. Mein Smartphone ist übrigens auch die ganze Zeit an und verbindet es alle 10 Minuten mit meiner Mailbox. Das heißt, wenn ich durch die Stadt laufe, über die Funkzellen in der Stadt kann man theoretisch ein Bewegungsprofil von mir erstellen, wenn man an diese Daten kommt. Ich kommuniziere sehr viel über Mail, auch über Telefon. Ich informiere mich viel im Internet eigentlich fast ausschließlich, und von daher kann man eigentlich so meinen Tagesablauf relativ gut in Daten fassen. Und meine Oma hat immer gesagt, Wissen ist Macht, und sie wollte mich dazu anregen, mit diesem Spruch mich natürlich mehr für Bildung und Schule zu interessieren. Aber in dem Kontext Datenschutz bedeutet Wissen ist Macht schon etwas sehr Umfassendes. Es geht nämlich um das Verhältnis zwischen Bürger und Staat und zwischen Verbraucher und Wirtschaft. Denn wenn jemand viel über mich weiß, dann hat er auch Macht über mich. Also ich meine, ein ganz einfaches Beispiel: im Internet guckt man halt manchmal auch sehr, informiert sich über private Dinge, über Krankheiten, über Eheberatung, über Partnerschaftsprobleme, manchmal vielleicht über sehr intime Sachen wie Sexprobleme oder so. Und das sind alles Sachen, von denen möchte ich nicht, dass jemand die über mich weiß. Das ist ein ganz privater Teil von mir oder meine privaten Mails. Und von daher stellt Datenschutz immer eine Machtfrage. Entweder die Machtfrage, wie ich
als Bürger zu meinem Staat stehe, was ein Staat über mich weiß, oder aber wie mein Verhältnis zum Unternehmen ist und was ein Unternehmen über mich weiß. Ja, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir ohne einen starken Datenschutz einfach ganz stark Gefahr laufen, unsere Demokratie zu verlieren, weil in einem Staat, in dem der Bürger durchsichtig ist, in dem der Staat oder die Wirtschaft halt nachverfolgen kann, was wir tun, uns rastern kann, verlieren wir einfach die informationelle Selbstbestimmung und auch so ein bisschen die Kontrolle über unser Leben. Ja, im Internet gibt es ganz viele tolle Dienstleistungen. Unter anderem gibt es ganz tolle Suchmaschinen, die kostenlose Dienste anbieten. Es gibt ganz viele soziale Netzwerke, die kostenlos sind. Und die meisten Leute, die eigentlich im Netz unterwegs sind, bedienen sich hauptsächlich kostenloser Dienste. Das heißt, kaum jemand ist bei irgendeinem Freundschaftsnetzwerk und hat dort einen Premium-Account. Die meisten haben einfach einen Facebook-Account oder einen Twitter-Account oder so ein kostenloses Mailkonto bei Gmx oder Freemail oder wie sie alle heißen. Die Frage ist ja immer, wenn diese Dienste kostenlos sind und dahinter stehen ja private Unternehmen, die einen Gewinn erwirtschaften, dann womit erwirtschaften sie eigentlich ihren Gewinn und was verkaufen sie eigentlich? Denn uns verkaufen sie ja offenbar nichts, weil wir ja diese Dienstleistung kostenlos bekommen können. Ja, und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Unsere Daten sind in diesem Geschäft eigentlich die Ware. Das heißt, diese Unternehmen finanzieren sich hauptsächlich über Werbung. Und Werbung wird dann besonders wertvoll, wenn sie personenbezogen oder individualisiert werden kann. Das heißt, wenn ich beispielsweise weiß, Person XY hat besonders viel Geld, dann ist es ein besonders lukrativer Werbekunde. Denn es ist wahrscheinlicher, dass er beispielsweise ein teures Auto kaufen wird. Oder wenn ich weiß, Person XY interessiert sich sehr für Schuhe und ist sehr anfällig dafür, auf Werbung zu klicken, wo halt irgendwie schöne Schuhe gezeigt werden, dann ist das auch interessant. Ja, und wenn wir uns mal die Zahlen von Facebook und Google anschauen, dann stellt man sehr schnell fest, dass es eigentlich Werbeunternehmen sind. Das sind keine sozialen Netzwerke oder sind keine Suchmaschinen. Das sind eigentlich Werbeunternehmen und das sind eigentlich Datenhändler. Also das ist eine Statistik zu den Quartalsgewinnen von Facebook in Millionen Dollar. Und im dritten Quartal 2012 waren das, ja, wenn ich das richtig sehe, 1 Milliarde, die durch Werbung eingenommen wurde. Dieser kleine hellblaue Balken sind halt sonstige Einnahmen. Man sieht also, eigentlich ist der Hauptteil Werbung. Und weniger als 1/10 wird durch andere Sachen erwirtschaftet. Und neben Daten, sage ich mal, über unsere Konsumvorlieben, ist es auch wichtig, sage ich mal, bei Datenhändlern und Datensammlern zu erfahren, wie soziale Netzwerke funktionieren. Beispielsweise ist das eine Visualisierung von einem sozialen Netzwerk. Das hat ein Freund von mir gemacht, der ist Datenjournalist und der zieht sich gerne Daten und macht daraus Grafiken. Also beispielsweise hat er auch so Vorratsdaten, Speicherungssample visualisiert, wo man ein Bewegungsprofil von einem grünen Politiker sieht, wie er halt durch die Gegend reist und welche Daten er hinterlässt. Und das ist jetzt so ein soziales Profil, wo man einfach sieht, diese Knotenpunkte, das sind Personen oder Orte, wo man sieht, wo besonders enge Ströme sind. Man sieht beispielsweise, dass das hier anscheinend ein etwas geschlossener Freundeskreis ist, der halt so nach außen in Öffnung hat. Das ist wieder so eine kleine Clique und das und das und das. Und das ist für Unternehmen auch wichtig, denn Unternehmen sind auch daran interessiert zu wissen, wie man Meinungsführer, sage ich mal, gewinnen kann. Es gab mal ein Telefonunternehmen, das hat gezielt Meinungsführer innerhalb von Freundeskreisen versucht anzusprechen, weil wenn man die Meinungsführer innerhalb von der Social Community dazu überreden kann, einen bestimmten Flatrate-Telefonvertrag zu kaufen, wo man innerhalb von dieser Flatrate umsonst telefonieren kann, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass die anderen nachziehen, als wenn man jemanden, sage ich mal, vom Rand der Gruppe nimmt. Ja, hier nochmal die Zahlen von Google. Ich habe dort ehrlich gesagt keine Grafik gefunden, bei denen Werbeeinnahmen und restliche Einnahmen getrennt waren. Aber es wird eigentlich fast genauso sein. Also Google hat noch andere Einnahmen, sage ich mal, aber ein sehr großer Anteil der Gewinne von Google ist Werbung.
Also Google AdWords oder Google Ads sind eigentlich so die Marktführer in dem Bereich. Also für so eine Werbung bei Google gibt man eigentlich schon ziemlich viel aus, weil einfach 90% der Leute, die halt im Internet surfen, gehen halt über Google und suchen von da aus. Und Google verkauft auch, sage ich mal, Werbung an andere Seiten und ist halt sehr gut im Werbemarkt vernetzt. Und der Gewinn liegt 2012, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, so bei 8 Milliarden Dollar. Also das heißt 8 Milliarden Dollar fast ausschließlich, sage ich mal, mit... Das ist das vierte Quartal noch nicht dabei. Ja, ja, stimmt. Du hast recht. Es ist mehr als 8 Milliarden. Von daher sieht man halt, dass es nicht ein kleiner Nischenmarkt ist. Oder früher dachte man halt immer so, ach, diese Adresshändler, das ist halt irgendwo so ein Nischenmarkt. Das sind halt so diese kleinen Keller und kaufen sich dann irgendwelche Meldedaten und so und schreiben dann halt Post. Nee, das ist mittlerweile, sage ich mal, Google ist einer der größten, erfolgreichsten Unternehmen, die in Zukunft, glaube ich, auch noch viel weiter wachsen werden. Und Daten sind eigentlich so die Währung des Internets geworden. Ja, bei Unternehmen, die kostenlos sind, geht es aber nicht immer nur um Nutzerverhalten oder, sage ich mal, private Daten, die analysiert werden und verwertet werden, sondern es geht zum Teil auch um Nutzungsrechte. Viele Menschen, die Facebook verweigern oder Google Plus verweigern, sagen sich dann ja meistens, oh, Twitter ist so anders und innovativ und das sind quasi die Guten, das nutze ich dann mal. Ich habe mir mal die AGB von Twitter durchgelesen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht wirklich besser ist. Denn Twitter ist so ein Mikroblogging-Dienst, wo ich ganz kurze Nachrichten absetzen kann mit Links und kann dann quasi so interagieren. Ich kann Leuten folgen und dann sehe ich, was sie schreiben und sie können mir folgen und dann sehen sie, was ich schreibe. Und das ist super, um zwischendurch halt auch schnell miteinander zu kommunizieren. Das Problem ist aber auch da wieder, dass ja quasi ein soziales Geflecht erzeugt wird. Also gerade innerhalb der Piratenpartei wird sehr viel über Twitter kommuniziert. Und eigentlich kann man anhand allein der Information, wer wem, sage ich mal, Nachrichten schickt oder wer besonders oft mit jemandem interagiert, schon ein soziales Geflecht rekonstruieren. Und gerade bei einer politischen Partei ist das ja unter Umständen vielleicht interessant, da zu wissen, wer halt vielleicht heimliche Meinungsbürger sind. Und was Twitter aber auch noch macht, ist, Twitter eignet sich Inhalte seiner Nutzer an. Es gibt bei Twitter diese Option TweetPic, das ist quasi so der eigene Bilderdienst von Twitter. Das Problem ist nur, wenn ich ein Bild mache über diesen Dienst, gebe ich Twitter sehr weitgehende Nutzungsrechte. Also Twitter könnte theoretisch dieses Bild dann halt verwerten, wie das Unternehmen das möchte. Also ich behalte weiterhin mein Urheberrecht daran, weil Urheberrechte kann ich nicht abgeben, das ist unveräußerlich, aber die Nutzungsrechte kann ich abgeben. Und theoretisch könnte Twitter halt meine Bilder dann irgendwie weitervermarkten. Das ist im Normalfall vielleicht nicht interessant, aber stellt euch mal vor, ihr seid bei irgendeinem total tollen Fußballspiel und ihr macht einfach das Bild. So das Bild, was vielleicht die Presse in der ganzen Welt haben möchte und vielleicht euch 10.000 Dollar dafür zahlen würde. So in diesem Fall, Pech gehabt, das geht dann vielleicht an Twitter. Ja, aber Google und Facebook, sage ich mal, sind ja jetzt, ist oft kritisiert in der Öffentlichkeit, die meisten Menschen wissen halt, dass Facebook beispielsweise auch eine Gesichtserkennung benutzt, nicht mehr in Deutschland, aber in anderen Ländern, das heißt, die rastern automatisch biometrische Daten von Fotos auf Gesichtern und die Software lernt auch dazu, das heißt, irgendwann erkennt die Software und schlägt dir vor, ach, das ist doch Yvonne. Möchtest du sie nicht dort markieren auf dem Bild? Also es ist schon halt so ein bisschen gruselig. Und was Google halt auch macht, ist, sie taggen, also sie durchsuchen private Mails nach Stichwörtern. Das wissen die meisten Leute nicht, die ein Google-Mail-Konto haben. Die meisten, denen ich das erzähle, haben jedenfalls noch nie was davon gehört. Aber Google-Mail durchsucht automatisch halt die Nachrichten. Und wenn beispielsweise das Stichwort Kühlschrank kommt, dann kann es sein, dass Kühlschrankwerbung am Rand eingebaut wird. Und in den Nutzungsbedingungen von Google steht halt drin, dass sie halt bei einzelnen Sachen das nicht machen, beispielsweise sexuelle Orientierung, Krankheiten und politische Sachen. Aber es ist wahrscheinlich nur, weil die Menschen, glaube ich, das nicht gerne sehen würden, wenn beispielsweise rechts an Viagra
Werbung ist, wenn man dann halt über Potenzprobleme kommuniziert oder wenn beispielsweise, weiß ich nicht, was sonst noch eingeblendet werden würde. Das ist so, sag ich mal, das alte Geschäftsmodell, das sich durchgesetzt hat. Es gibt aber auch neue Geschäftsmodelle, die aus meiner Sicht fast noch beängstigender sind. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, im Sommer gab es so einen ganz großen Datenskandal. Da hat nämlich Telefonica oder auch O2 angekündigt, so ein ganz neues, innovatives Produkt auf dem deutschen Markt platzieren zu wollen. Und die haben das vorher schon in Spanien eingeführt und wollten es halt auch in Großbritannien einführen. Und dieses tolle neue Produkt nannte sich Smart Steps. So, und Smart Steps sollte standortbasierte Werbung erlauben. Und das über ein Smartphone. Und das kann halt nur funktionieren, wenn das Unternehmen herausfindet, wo ich mich befinde mit meinem Handy. So beim Handy oder Smartphone tun die das ja eh, weil auf diesem Bild diese Funkzellen neben dem Turm sind quasi, also die sieht man auch draußen, wenn man mal drauf achtet, ziemlich oft. Meistens achtet man einfach nicht darauf. Das sind halt die Geräte, mit denen sich mein Gerät verbindet, wenn ich telefoniere. Und solche Funkzellen sammeln quasi Daten von allen Menschen, die halt drumherum über diese Funkzelle ins Netz gehen. Und darüber kann man sehr genau eigentlich den Standort bestimmen, weil man dann zusätzlich noch so ein paar Vektoren als Information hat. Und ja, darüber wäre halt eine standortbasierte Werbung möglich. Wenn ich beispielsweise in Berlin bin, dann neben einem bestimmten Café, wenn der Kaffeebetreiber über irgendeinen Subunternehmer einen Werbevertrag geschlossen hätte, könnten die mir halt irgendwie Werbung einblenden. Nach dem Motto, du kriegst 50% Rabatt, wenn du mir jetzt sofort hier nebenan einen Kaffee holst. Das Problem ist aber, dass da, glaube ich, den Leuten klar wurde, dass diese Daten A, überhaupt gespeichert werden und B, dass diese Daten für Werbung ausgewertet werden. Und gerade Bewegungsprofile, Bewegungsdaten sind ja schon sehr sensible Daten. Also wann ich wohin gehe, um welche Uhrzeit ich wach bin, wen ich besuche, wo ich einkaufe, ob ich vielleicht um die Ecke beim Sexshop war oder beim Arzt. Das ist alles, kann über diese Bewegungsprofile zurückverfolgt werden. Und auch wenn ich zu Demonstrationen gehe, kann das zurückverfolgt werden. Da gab es auch mal diesen ganz großen Skandal bei der Dresdner Anti-Nazi-Demo, dass die Polizei einfach mal so eine Funkzelle abgegriffen hat. Und die haben dann die Verbindungsdaten von allen Menschen, die auf dieser Anti-Nazi-Demo waren, einfach mal abgegriffen. Natürlich unter einem juristisch totalen Vorwand wegen der Sachbeschädigung, die noch vor der Demo stattfand. Also es war vollkommen absurd, diese Konstruktion, aber die haben tatsächlich einen Richter dazu gebracht, dass er die Unterschrift gegeben hat, um die Daten von zehntausenden Anwohnern und Demo-Teilnehmern zu kriegen. Und ich finde, das ist halt ein Skandal. Aber es passiert leider immer wieder, weil die Daten sind halt da und wenn die Daten da sind, werden sie halt abgegriffen. Interessant dabei ist, dass im Sommer auch nochmal so ein Dokument aufgetaucht ist. Letztes Jahr war das, ist schon länger her, vor einem Jahr ist so ein Datenleitfaden der Polizei aufgetaucht, in der die Polizei sich so selber quasi so einen Leitfaden gegeben hat, ja, welche Daten kann ich wo anfragen, wie komme ich da ran? Und das ist dann so an die Öffentlichkeit gekommen und da haben sich einige Bürgerrechtler und Datenschützer dann sehr drüber aufgeregt, weil in diesem Leitfaden quasi drin stand, bei welchen Unternehmen ich halt diese Standortdaten ganz gut kriegen kann. Und das Problem ist, dass die Unternehmen eigentlich diese Standortdaten gar nicht erfassen dürfen, weil die sind eigentlich nur relevant, wenn ich beispielsweise einen Homezone-Vertrag habe. Dann ist es vielleicht interessant, ob ich gerade von zu Hause telefoniere oder nicht. Aber eigentlich gibt es keinen Grund, warum das halt 3 Monate gespeichert werden soll. Vodafone hat das beispielsweise 3 Monate lang gespeichert, wo man unterwegs war. Ja, und dieses tolle, innovative, neue Produkt Smart Steps, was quasi diese Funkzellendaten dann für die Werbung verwursten sollte, wurde dann doch nicht eingeführt, nachdem die Tagesschau und alle möglichen anderen großen Medien darüber berichtet hatten und die Deutschen schon deutlich sensibler sind als, sage ich mal, die Briten in puncto Datenschutz, hat das Unternehmen sich dagegen entschieden, das einzuführen.
Dafür wurde aber ein anderes Produkt, sage ich mal, auf den deutschen Markt gebracht. Und zwar gibt es seit letztem Jahr, ich glaube November, ist es auf den Markt gekommen, so eine Spiele-App, die ziemlich erfolgreich ist. Die haben so mit viralem Marketing für sich geworben. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Konzept, so eine Mischung aus Rollenspiel und App, bei dem es darum geht, dass ich mit meinem Handy quasi durch die Stadt laufe und auf dieser virtuellen Karte zeigt mir dann das Spiel an, so hier ist ein Portal. So, da gibt es noch so eine Hintergrundgeschichte und so weiter, aber so in diesem Spiel läuft man halt in echt durch die Stadt mit seinem Handy und kann dann an dem Portal dann interagieren. So, und das Spiel heißt Ingress und das wurde entwickelt von Niantic Labs at Google. Also ein Teil, also das ist ein Unternehmen innerhalb von Google. Also die haben auch dieselben Datenschutzbestimmungen wie Google, fast dieselben Nutzungsbedingungen wie Google. Und das ist auch mit Google Plus sehr stark verknüpft. Ja, ich habe mir das mal genauer angeschaut und bin zu einem Ergebnis gekommen, ja, das ist ja ein nettes Spiel, aber wie wirft das denn Gewinn ab? Und da habe ich mal ein bisschen nachgeforscht im Netz und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass Niantic Labs genau ein zweites Produkt auf dem Markt hat. Und dieses Produkt ist so eine Sightseeing-App. Und das Interessante ist, also in diesem Spiel geht es darum, von einem Portal zum nächsten zu gehen und mit seiner Gruppe irgendwie zu interagieren. Und diese Portale haben immer so Bilder und Beschreibungen. Und diese Portale sind Sehenswürdigkeiten. Das heißt, diese App bringt Menschen dazu, also es gibt eine unglaublich aktive Fan-Community, die auch sehr viel Spaß an diesem Spiel hat. Aber die schießen dann halt auch Fotos von diesen Sightseeing, also von diesen Sehenswürdigkeiten und geben die Rechte dann quasi an Google weiter. Und diese zweite App hat zufällig haargenau dieselben Bilder wie die Bilder von den Portalen mit halt Beschreibungen. Und das Interessante ist, also da fallen ja noch mehr Daten an, sage ich mal, bei diesem Spiel. Da findet man beispielsweise sehr schnell raus, was der kürzeste Fußweg auch von einem zum nächsten Portal ist, wenn man eine aktive Spiel-Community hat, die halt die ganze Zeit diese Portale abläuft, um die zu besetzen, sage ich mal. Und ja, im Endeffekt ist es, glaube ich, so ein Modell der Zukunft, wie Unternehmen Daten generieren können und die Nutzer das sogar freiwillig tun und sogar freiwillig, sage ich mal, Arbeit reinstecken, indem sie halt nachts mit dem Taxi von einem Portal zum nächsten fahren, weil sie gewinnen wollen. Und ja, dann quasi damit so eine zweite App querfinanzieren. Ja, ein weiteres Thema, was in Zukunft auf uns zukommen wird, ist die Frage der Netzneutralität. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal von Netzneutralität gehört, im Wort? Okay, ja, gute Quote, aber noch nicht genug. Ich glaube, ich werde die jetzt einfach erhöhen. Netzneutralität ist ein Wort, was, sage ich mal, in den letzten 3-4 Jahren so immer öfter in Debatten der Netzpolitik fällt, weil einfach momentan diese Frage, ob es diese Netzneutralität noch in Zukunft geben wird, so ein bisschen auf der Kippe steht. So, und Netzneutralität bedeutet Folgendes. Das Internet funktioniert ja so, ich habe ein Paket, ein Datenpaket und das schicke ich dann an meinen Provider. Und der Provider, also beispielsweise die Telekom, mit der ich einen Vertrag abgeschlossen habe, und die schickt das Paket dann weiter. Oder andersrum kriege ich dann auch Datenpakete, beispielsweise von Amazon.de, um mir die Seite anzeigen zu lassen und das Paket kommt dann zu mir an. So ein Paket ist aber verpackt. Das hängt mit der Sprache, sage ich mal, des Internets zu tun. Das wird Protokoll genannt und das hat gewisse Schichten. Das heißt, die äußere Schicht sagt beispielsweise, hallo, ich bin ein Datenpaket. Und die nächste Schicht sagt mir etwas darüber, was für ein Dienst bin ich. Beispielsweise, bin ich eher eine Seite oder bin ich ein Telefonat, ein Internettelefonat oder bin ich vielleicht ein Musikvideo? Weil je nachdem muss ja mein Computer wissen, wie er das halt öffnet, mit welchem Programm. Und das sind halt die unterschiedlichen Schichten, in denen so ein Datenpaket verpackt ist.
So, und normalerweise ist es so, dass jedes Paket gleich behandelt wird. Das heißt, egal ob ich jetzt bei einem Internetdienst mir ein Video anschaue, kriege ich das gleich schnell zugestellt, wie wenn ich beispielsweise bei Google eine Suchanfrage stelle oder bei Amazon oder mich bei meinem kleinen Blog informiere. So, das ist alles gleich schnell, die werden alle gleich behandelt, da gibt es keine Diskriminierung. Netzneutralität bedeutet eben, dass das Netz neutral ist, dass es halt kein Paket irgendwie wichtiger ist als das andere. Und in den letzten Jahren sind aber immer mehr Telekommunikationsunternehmen aufgetreten, die gesagt haben, dass sie halt neue Produkte auf den Markt bringen wollen. Beispielsweise gibt es Anbieter, die sagen, wir machen eine Kooperation mit einem großen Medienunternehmen, beispielsweise mit YouTube oder Google oder Facebook, und sagen, deren Pakete werden bevorzugt behandelt. Oder deren Pakete, also jedes Mal, wenn du nur auf Facebook mit deinem Handy surfst, dann ist das beispielsweise umsonst. Für alles andere brauchst du eine Flatrate zusätzlich, die du noch bezahlst. So, und da gibt es immer mehr Kooperationen zwischen einzelnen Diensten, wie beispielsweise YouTube oder Facebook und eben diesen Telekommunikationsunternehmen, beispielsweise Telekom. Und das bedeutet aber, dass das Internetunternehmen, also sprich mein Provider, mein Anbieter, die Telekom beispielsweise, ja irgendwie unterscheiden muss, welches Paket wie behandelt wird. Beispielsweise muss ja der Anbieter erkennen, okay, dieses Paket ist jetzt ein Facebook-Paket und das kommt jetzt umsonst durch, auch wenn der Vertrag abgelaufen ist, weil ich habe ja diese Sonderkondition, dass er jedes Mal umsonst auf Facebook surfen kann. Oder aber man sagt, okay, das ist jetzt der Musikdienst Spotify, da gibt es eine Sonderkondition und das rechnen wir hier mal nicht vom Volumen ab. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass dieser Anbieter in das Paket reinschauen muss. Das heißt, er muss halt bestimmte Schichten auspacken, um zu erkennen, ah, okay, das ist ein Facebook-Paket, das kommt durch. Und er muss andere aufmachen und sagen, nee, du kommst hier nicht rein, so, Vertrag abgelaufen. Ja, und das ist eine bestimmte Technologie, die da eingesetzt wird. Das nennt sich die Packet Inspection. Und das ist eine Technologie, die eigentlich, ja, wie soll man das jetzt nett formulieren? Also sie wird halt auch in Staaten eingesetzt, die massiv zensieren und das Internet in Echtzeit überwachen. Weil eigentlich theoretisch ist mit dieser Technologie möglich, halt in das Paket bis zur letzten Schicht reinzuschauen. Und in der letzten Schicht wäre beispielsweise bei einer E-Mail so, was ich schreibe. Also mein Liebesbrief oder so. Die Unternehmen sagen natürlich, nee, nee, wir unterscheiden halt nur, was für Arten von Nachrichten das sind. Uns interessiert gar nicht, was da drin steckt. Aber theoretisch ist das die Technologie, die eigentlich auch von Staaten wie China und so weiter eingesetzt wird, um halt zu gucken, was die Leute so im Internet machen. Und früher war das unglaublich aufwendig, sowas zu machen. Früher war es technisch einfach unmöglich, das in Echtzeit zu machen, weil es den Internetverkehr so verlangsamt hätte. Weil man ja jedes Mal diese Pakete auspacken muss und dann wieder zusammenpacken muss. Und heute ist einfach die Rechenkapazität so gewaltig geworden, dass sowohl Staaten diese Internetüberwachung plötzlich mit dieser Technologie machen können, als auch Wirtschaftsunternehmen plötzlich anfangen können zu sagen, ja, wir selektieren jetzt nach Datenarten. Und es gibt einige Staaten, in denen Netzneutralität mittlerweile Vorschrift ist, sage ich mal, also gesetzliche Qualität erlangt hat. Unter anderem ist das in Niederlanden, ich meine in Tschechien, in der Slowakei und in Chile der Fall. Und in den Niederlanden gibt es eine ganz interessante Geschichte, warum es verboten wurde, einzelne Datenpakete anders zu behandeln als die anderen. Und zwar gab es dort einen Telefonanbieter, der hatte so eine Präsentation zum internen Gebrauch. Und der wollte halt so ein neues Produkt auf den Markt bringen, also sprich so einen nicht netzneutralen Handyvertrag. Und da wurde in diesem Video offensiv damit geworben, so ja, damit können Sie Ihren Kunden demnächst verbieten, mit Ihrem Telefon über Skype zu telefonieren, um irgendwie den Telefonvertrag zu umgehen. Ja, das hat dann leider so eine NGO gefunden, ins Netz gestellt, verbreitet, daraufhin vollkommene Empörung bei allen Nutzern, so was, da kann ich halt nicht normal über Skype oder über andere Dienste telefonieren, das ist ja vollkommen Banane.
Und daraufhin waren sich dann plötzlich alle Parteien im Parlament so recht einig, dass man unbedingt so ein Gesetz braucht, was solche Verträge verbietet. In Deutschland sind wir leider noch nicht so weit. Also in Deutschland sind wir leider an dem Punkt, dass die Telekom jetzt einzelne Angebote eingeführt hat, bei denen sie beispielsweise mit Spotify so ein Abkommen hat, dass man halt ja, dort Musik runterladen kann, ohne dass das den Vertrag belastet. Das klingt erstmal ganz nett, aber wenn man sich so langfristig die Entwicklung anguckt, wozu das führt, dann sieht man das mit anderen Augen. Denn im Endeffekt bedeutet das ja, dass nur langfristig die Unternehmen, die es sich leisten können, meinen Anbieter zu schmieren, damit ihre Pakete besser durchkommen, überhaupt eine gute Internetverbindung sich leisten können zu den Kunden. Das bedeutet, dass Monopole sich verhärten, weil es ganz schwer wird, für kleine neue Anbieter auf den Markt zu kommen. Weil ich meine, klar, wenn ich als Nutzer Ewigkeiten brauche, um beispielsweise bei einer neuen Suchmaschine oder bei einem neuen Streamingdienst überhaupt meine Daten zu bekommen, dann nutze ich ja lieber den, wo es halt schnell geht. Und im Endeffekt bedeutet das halt auch, dass nicht kommerzielle Dienste, die überhaupt gar kein Geld haben, um irgendjemanden irgendwie zu schmieren, halt auch benachteiligt werden. Ja, das war jetzt so der grobe Überblick darüber, wie schrecklich die Welt eigentlich ist in puncto Datenschutz. Anschließend wollte ich noch so ein paar kleine Tipps und Tricks für den Alltag nennen. Ich kann sie leider nicht ausführen, weil es zu kompliziert wäre, es zu erklären, obwohl es eigentlich ganz einfach ist. Man kann beispielsweise ganz einfach anonym surfen und zwar auch noch kostenlos. Da gibt es diesen tollen Dienst, der nennt sich Tor, über Onion Router. Damit kann man seine IP-Adresse verschleiern. Das heißt, wenn ich im Netz unterwegs bin, bekomme ich jedes Mal eine Nummer zugewiesen und diese Nummer ist für mich in diesem Moment eindeutig. Also ich bin mit dieser Nummer identifizierbar. Und Tor macht beispielsweise, Tor funktioniert so, dass zwischen mir und der Seite, die ich erreichen will, einfach ganz viele Knotenpunkte sind, die halt auch jedes Mal anders zusammengeordnet sind, sodass am Ende eine ganz andere IP-Adresse ausgespuckt wird, als mit der ich ins Netz gehe. Und von daher weiß der Kommunikationspartner am Ende gar nicht, ja, wer ich bin. Dann kann ich anonym surfen. Und kostenlos. Es gibt Plugins für, ich glaube, fast alle Browser und kann ich nur empfehlen. Dann gibt es noch so ein ganz tolles Tool, das habe ich letztens erst entdeckt. Damit kann man Tracking sichtbar machen. Und zwar ist es so, wenn ich auf kommerziellen Seiten bin, beispielsweise Spiegel Online ist da ganz schlimm, die haben ganz viele Cookies, oder auch mein Arbeitgeber, kann ich dort auf die Seite gehen und mir über dieses kleine Plugin, das gibt es für Firefox, für Chrome, aber auch für den Internet Explorer, meine ich, kann ich mir halt anzeigen lassen, welche kleinen Code-Schnipsel sich dort in meinem Browser einlisten. Und wenn man dieses Plugin anschaltet und einfach mal so 5 oder 10 Minuten im Web surft und einfach zufällig so ein paar Seiten anklickt, dann kann man nachher sich das visualisieren lassen. Das heißt, man sieht so einzelne Punkte. Da war ich beispielsweise auf spiegelonline.de und Spiegel Online hat einen Vertrag mit folgenden 5 Werbedienstleistern. Und dann sieht man auch, wenn man auf anderen Seiten war, die denselben Vertrag haben mit demselben Werbedienstleister, was dieser einzelne Werbedienstleister eigentlich über mich weiß. Und gerade Google Ads ist da so ein Kandidat, der eigentlich mit fast allen großen Seiten verknüpft ist. Und über dieses Tool kann man sich super einfach sichtbar machen, was für eine Spur im Netz man eigentlich so hinterlässt. Ja, und nachdem man sich dieses Elend einmal angeschaut hat, kann man sich auch ein zweites Plugin installieren, das nennt sich Ghostery. Damit kann man so etwas quasi verhindern. Also man kann sich erstens anzeigen lassen, welche Tracking-Dienste quasi nutzen. Und man kann gleichzeitig ganz einfach per Mausklick auswählen, so nein, ich möchte nicht von Werbefirmen getrackt werden, so nee, ich möchte auch keine Cookies haben und alles andere will ich auch nicht haben. Und das ist wirklich, kann ich nur empfehlen, es ist absolut idiotensicher, so jeder kann es benutzen. Und damit kann man einfach so mit einfachen Mitteln, sage ich mal, dieser Werbeindustrie so ein bisschen den Saft abgreifen. Ja, dann kann man auch noch ganz einfach unbeobachtet kommunizieren. Denn was die meisten nicht wissen, wenn ich
eine E-Mail schreibe, ist das quasi so, als wenn ich eine Postkarte schreibe. Jeder Punkt zwischen mir und meinem Kommunikationspartner kann da drauf gucken, wie bei einer Postkarte, und sich das eben durchlesen. Ja, und genauso wie es auch in der Realität neugierige Postboten gibt und man intime Details deshalb nicht auf eine Postkarte schreibt, kann man genauso im Internet, sage ich mal, Vorsichtsmaßnahmen treffen, sprich einen Briefumschlag nehmen, und das wäre in diesem Fall Verschlüsselung. Verschlüsselung ist quasi ein Geheimcode, den nur ich und mein Kommunikationspartner haben, und nur wir beide können diesen Brief öffnen. Und alle Punkte dazwischen sehen eigentlich nur noch Zahlensalat. Und dafür gibt es auch kostenlose Software, die man sich installieren kann. Da gibt es auch ganz viele Anleitungen zu. Das nennt sich Enigmail, das basiert auf NupiG. Und ja, wer das mal ausprobieren möchte, kann ich auch nur empfehlen. Ja, und ein weiterer Punkt ist so ein bisschen, wie komme ich dann an Informationen, wenn Google so böse ist? Ja, da gibt es auch Alternativen. Beispielsweise gibt es die Suchmaschine Xquick, die speichert keine Daten. Das heißt, bei Google ist es so, wenn ich beispielsweise öfter mal mit derselben IP-Adresse eine Sucheingabe gegeben habe. Das merkt man. Das merkt man nach, sage ich mal, 2 Tagen oder so, dass sich die Suchergebnisse ändern. Das heißt, wenn ich beispielsweise 3-mal nach Urlaub gesucht habe und dann Ägypten eingebe, dann bekomme ich halt eher so Urlaubstipps oder Hoteltipps. Und wenn ich halt vorher nach politischen Inhalten gesucht habe und dann Ägypten mal suche, ohne jedes Zusatzwort, bekomme ich halt eher so die politischen Proteste. Und an so einem kleinen Test kann man halt sehr schön sehen, wie Google quasi so nutzerbasiert so die Suchergebnisse verändert. Und eine weitere Suchmaschine, die halt auch nicht speichert und auch sowas nicht macht, ist DuckDuckGo. Die kann ich auch empfehlen. Ja, ist natürlich auch kostenlos. Für all jene, die aber sich trotzdem nicht bei Google abmelden wollen und trotzdem Facebook weiter nutzen wollen, was ich auch verstehen kann, kann ich nur empfehlen, so kleine Alltagstricks zu nutzen, mit denen man einfach so seine Daten ein bisschen streuen kann. Bei Google ist es beispielsweise so, dass seit dem 15. März 2012 neue Datenschutzbestimmungen gelten. Und seitdem wirft Google von allen Diensten die Daten zusammen. Das heißt, alles, was ich über meinen Google-Account bei YouTube mache, wird zusammengeführt mit allem, was ich über meinen Google-Mail-Account mache. Und wenn ich über meinen Google-Account mich einlogge und dann suche, wird es auch zusammengeschmissen und einmal zusammengeschwurbelt. Und wenn ich jetzt zufällig irgendwie bei 5 Google-Diensten angemeldet bin, kann man sich schon vorstellen, dass da sehr viel zusammenkommt. Und mit so einem einfachen Trick kann man das einfach umgehen, indem man beispielsweise nicht jedes Mal seinen richtigen Vor- und Nachnamen eingibt. So, auch wenn Google das halt unglaublich möchte, weil dann die Daten vielleicht kostbarer sind. Man sollte es sich einfach überlegen, ob man da wirklich seine richtigen Daten angibt. Ein bisschen flunkert schade nie, finde ich. Und außerdem kann man auch, sage ich mal, unterschiedliche Nutzeraccounts machen. Beispielsweise, wenn man halt unbedingt seinen YouTube-Account haben will und man will unbedingt seinen Google-Mail-Account haben, dann sollte man vielleicht nicht das über einen Google-Account laufen lassen, sondern sich einfach verschiedene Accounts nehmen. Genauso wie mit dem Android-Smartphone. Ich meine, klar kann man das beispielsweise andocken. Also man kann quasi diese Connection zwischen Android-Handy und Google-Account kann man halt schon durchbrechen, aber es ist halt in der Praxis machen, ist das den meisten Leuten einfach zu viel Arbeit. Und da würde ich einfach empfehlen, der einfachste Tipp in der Praxis ist einfach Identitätsmanagement. Das heißt, stellt euch vor, das ist meine Arbeitsidentität, das ist meine YouTube-Identität, und möglichst dafür sorgen, dass die sauber getrennt voneinander sind. Ja, ein anderer Tipp, wie man vielleicht auch so ein bisschen nicht nur passiv etwas an sich tun kann, sondern den Unternehmen helfen kann, etwas an sich zu tun, ist ein Auskunftsersuchen stellen. Da kann ich nur die Seite selbstauskunft.net empfehlen. Das macht ein sehr netter Mensch, der das ehrenamtlich betreibt. Und zwar gibt es laut Bundesdatenschutzgesetz die Möglichkeit, dass sich ein Unternehmen jederzeit fragen kann, Entschuldigung, welche Daten hast du über mich, wann habe ich dir die nochmal gegeben, und man kann auch fragen, ob sie die
löschen oder sperren. Das ist mein gutes Recht als Verbraucher, das steht mir zu. In der Praxis ist es aber so, dass ich meistens ja gar nicht mehr mich daran erinnere, bei welchem Online-Gewinnspiel ich mal mitgemacht habe, welches Inkasso-Unternehmen von mir irgendwo was haben könnte. Ja, und außerdem ist es unglaublich anstrengend, da diesen Brief vorzuformulieren und dahin zu schicken. Das Gute an Selbstauskunft.net ist, dieser Dienst erledigt all diese nervigen Dinge für einen. Das heißt, man loggt sich dort ein, man gibt einmal seine Daten ein und dann kann man aus mehr als 100 Unternehmen und Werbeanbietern einfach die Leute aussuchen, die man anschreiben möchte. Und ich habe einfach das letzte Mal, als ich das gemacht habe, einfach alle angekreuzt. Das heißt, da gehen mehrere hundert Faxe oder Briefe raus und dann wartet man so ein bisschen und dann kriegt man Antwort. Und das war bei mir schon sehr interessant, also die sind halt auch verpflichtet, eine Antwort zu schicken, wenn sie keine Daten haben, dann habe ich halt wirklich so viel Post bekommen pro Woche. Da sind aber auch interessante Zufallsfunde bei rausgekommen, beispielsweise da waren halt irgendwelche Werbeunternehmen aus Bremen, mit denen hatte ich nie zu tun und dann haben die mir plötzlich zurückgemeldet, so ja, wir haben ihre Daten. Und das ist dann manchmal so der erste Punkt, wo man dann halt nochmal anfragen kann, so Moment mal, wo haben sie die denn her? Und da kann man so ein bisschen, sage ich mal, Unternehmen, die halt es mit dem Datenschutz nicht so eng sehen, ein bisschen nerven. Und ganz davon abgesehen hat man dann halt so einen Überblick, was weiß beispielsweise Neckermann über mich, welche Daten hat Quelle oder ja. Also kann ich nur empfehlen, macht auch unglaublich viel Spaß, ist super spannend, dann immer zum Briefkasten zu gehen und sich zu freuen, das ist dann immer so spannend. Ja, eine andere Möglichkeit, wie man vielleicht in Zukunft doch noch unsere Daten retten kann, ist vielleicht die Entwicklung datenschutzfreundlicher Technik. Ich war über Ostern bei der Veranstaltung vom Chaos Computer Club und da gab es einen sehr interessanten Vortrag zu sozialen Netzwerken. Und den hat jemand von der Baumholungsstiftung gehalten. Das ist so das ist die politische Stiftung des Chaos Computer Clubs. Und die unterstützen beispielsweise auch WikiLeaks. Weil, und in dem Vortrag ging es halt darum, wie soziale Netzwerke funktionieren können. Denn eigentlich ist es so, soziale Netzwerke sind eigentlich cool, die haben ja echt einen Mehrwert für uns. Da können wir mit unseren Freunden kommunizieren. Das Ärgerliche sind halt nur diese Datensammelkonzepte und diese Auswertung unserer Daten. Und da gibt es halt die Idee, dass man da eine neue Software entwickelt, die das halt ganz anders aufzieht. Nicht kommerziell und datenschutzfreundlich und sicher, auch für politische Aktivisten, beispielsweise Facebook war ja im arabischen Frühling so das Tool, mit dem sich Leute vernetzt haben. Und es ist natürlich halt auch brisant, sage ich mal, wenn ich über Facebook da halt irgendwie angegeben habe, ich gehe zu einer Demo. Und die haben sich halt überlegt, dass man das genauso wie bei der E-Mail machen müsste. Weil früher gab es nämlich beispielsweise AOL, war so ein großer E-Mail-Anbieter und man konnte nur mit einer AOL-Mail-Adresse anderen Leuten, die eine AOL-Mail-Adresse haben, schreiben. Man konnte nicht außerhalb dieses Dienstes kommunizieren. Das war total gaga. Das war auch schön. Ja, das ist so ähnlich wie bei der E-Mail. Also hat er halt die Vision, dass man das auch mit sozialen Netzwerken machen könnte. Also warum kann ich denn nicht von einem Facebook-Account zu jemandem mit einem Google-Account schreiben und warum kann ich überhaupt nicht mit jemandem kommunizieren, der sagt, so, ach weißt du, Google und Facebook, damit will ich mit beiden eigentlich nichts zu tun haben. Ja, und das sind halt so Technologien, ich glaube, die brauchen noch so 5 bis 10 Jahre, bis sie sich mal einig sind. Aber ich glaube, das hat sehr viel Potenzial. Ja, und ich glaube, so die Hauptstrategie, die wir brauchen, um unsere Daten in Zukunft zu retten, ist Datenschutz wirklich in der Politik zum Thema machen. Also das ist nicht die Abstimmung zum Meldegesetz, aber es ist so ähnlich. Das ist die Abstimmung zur Bestandsdatenauskunft. Das war vor 2 Wochen, da ging es um die Bedingungen, unter denen BKA, Geheimdienste, Polizei und Zoll auf unsere Daten, auf unsere IP-Adressen zugreifen dürfen. Und so viele Parlamentarier waren anwesend.
Und das zeigt für mich, also für mich als Bürger zeigt es einfach, dass das jetzt nicht so das Hauptthema ist. Wenn man sich mal vergleicht, wie viel Anwesenheit bei so Fragen wie Betreuungsgeld sind, es ist halt einfach eine andere Kategorie. Von daher müssen wir, glaube ich, als Bürger auch klar machen, dass es halt uns irgendwie wichtig ist, damit Parteien das auch ernst nehmen. Ja, bin ich am Ende. Ich habe, glaube ich, überzogen. Ich habe hier nochmal so ein paar Stichworte und auch Links aufgelistet. Wenn jemand Fragen hat, kann ich das auch gerne nochmal aufschreiben. Ansonsten danke ich und hoffe, dass ich eure Geduld nicht zu überstrapaziert habe. Das war jetzt viel Stoff. Ich bin Claudia Kolzenburg und mache die Moderation und ich hätte jetzt gerne Fragen an die Referenten. Bitte. Also ich bin Martin. Du hast vorhin über Netzneutralität gesprochen und davon, dass dort bestimmte Firmen oder Anbieter bevorzugt werden. Das habe ich jetzt schon gehört und habe manchmal selbst den Eindruck, dass manchmal auch Anbieter benachteiligt werden. Das heißt, dass ich das Gefühl habe, dass bestimmte Pakete, sagen wir mal, also YouTube zum Beispiel, bestimmte Zeit einfach langsamer läuft, als es vielleicht sollte oder könnte. Kannst du das bestätigen? Ja, also da gibt es beispielsweise eine Seite, auf der eine NGO, Nichtregierungsorganisation, hat so eine Initiative gemacht, die sammeln Daten von Nutzern, die halt selber so Netzwerktests bei sich machen und die rufen dann beispielsweise so als Beispiel YouTube oder ja, anderes Beispiel, die machen halt File-Sharing und gucken halt, ob die Pakete langsamer sind oder schneller. Und in Deutschland kamen da Zahlen raus, beispielsweise bei Kabel Deutschland, die halt suggerieren, dass Kabel Deutschland Pakete von File-Sharing oder halt auch so von Video-Streaming-Diensten halt benachteiligt. Und das ist tatsächlich so in der Realität der Fall. Und momentan ist die Rechtslage halt so, dass sie das tatsächlich dürfen. Da war auch eine. Also ich habe eine Frage bezüglich den Sachen, wenn man jetzt versucht, die Unternehmen sozusagen zu hintergehen mit den Daten, verschleiert etc., dann werden die Daten weniger wert. Und dadurch nehmen wir auch mit zum Beispiel Facebook oder Google weniger Geld ein. Aber letzten Endes führt es doch dann dazu, also wenn es jetzt jeder machen würde, würde es doch dazu führen, dass zum Beispiel Facebook oder Google kostenpflichtig wird für die Benutzer. Weil wenn für die Unternehmen der Anreiz wegfällt, weil die Daten nicht mehr so hochwertig sind, fehlt mir das Geld dann letztendlich oder nicht. Was würdest du dir denn wünschen? Ja, es ist die Frage, ist es nicht das Deine, zu sagen, okay, ich versuche die Daten dabei zu kontrollieren oder zu beaufsichtigen, was mit den Daten passiert, aber lass so eine gewisse Datenmenge zu, oder eine bestimmte Information zu, die man über mich kriegen kann und habe dafür einen kostenlosen Zugang zu bestimmten Sachen. Ja, also ich meine, im Endeffekt, also so total viele Dienste leben halt von Werbung. Es ist halt die Frage, wie detailliert dein Nutzerprofil ausgewertet wird. Beispielsweise kriegst du ja halt auch im Netz Geld für Werbung, die halt in keinster Weise dein Nutzerverhalten auswertet. Und wenn man sich halt die Gewinnzahlen so von Facebook und Google anschaut, also ich glaube nicht, dass die pleite gehen würden, wenn die einfach sagen würden, so ja, Klarnamen brauchen wir jetzt nicht dringend. Also ich glaube, so schlimm ist es halt um die nicht bestellt. Und das sieht man halt auch schon so ein bisschen an den Gewinnzahlen. Und im Endeffekt, also beispielsweise Facebook hat eine ganz stringente Klarnamenpolitik. Also die machen halt auch so ein Denunziationssystem, dass halt andere Nutzer gefragt werden, so hey, das ist dein Freund, heißt der wirklich so? Und dann kann man da halt anklicken. Also falls ihr sowas sehen solltet, ihr solltet eure Freunde nicht verraten. Und ja, bei mir funktioniert das nicht, bin ich bei Facebook. Ja, aber im Endeffekt, also ich glaube, jeder sollte das Recht haben, pseudonym oder anonym Dienste zu nutzen. Also informationelle Selbstbestimmung bedeutet ja auch, dass Leute, wenn sie wollen, so viele Daten von sich ins Netz kippen wollen, ja, wie sie möchten. Aber es ist halt die Frage, ob man halt Leute dazu zwingt oder halt in den Geschäftsbedingungen halt schreibt, so du musst dich mit deinem richtigen Namen anmelden. Also persönlich finde ich das halt politisch nicht richtig. Aber die würden nicht pleite gehen, keine Sorge. Ich glaube, wir haben andere Sorgen. Eins, zwei. Marias, du hast ja gerade gesagt, also man kann das gar nicht machen, aber nach meiner Kenntnis Telemediengesetz, nagel ich mich drauf fest, Paragraph 5 oder sowas, muss es dem Nutzer möglich sein, anonym im Netz zu surfen.
Und wenn ich bei Facebook Fritz von Dusslingen heiße, dann ist das so. Das ist rein hypothetisch und natürlich auch Understatement. liegt das jetzt daran, dass die Firma im Ausland sitzt und wieder in Deutschland nicht? Und kann ich mich dagegen wehren oder kann ich mich nicht dagegen wehren? Kann ich hier das deutsche Recht noch durchsetzen oder kann ich es nicht durchsetzen? Das versucht ja gerade Thilo Weichert. Das ist der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte, der verklagt halt gerne Facebook, ist halt auch so ein Hobby von ihm. dazu muss ich sagen, ich habe halt vorher in der Abteilung gearbeitet von der Verbraucherzentrale Bundesverband, die halt auch Facebook und Google ständig verklagt. So. Also ich kann es verstehen. Im Endeffekt ist halt die Frage, unter welches Recht das fällt. Und das ist, glaube ich, wird noch spannend in der nächsten Zeit. Momentan wird auf EU-Ebene über die neue Datenschutzgrundverordnung gesprochen. Das soll halt ein einheitliches europäisches Datenschutzrecht sein. Und interessanterweise wurde in diesem Gesetzentwurf festgelegt, dass immer dann europäisches Datenschutzrecht gelten soll, wenn europäische Verbraucher betroffen sind oder sich halt ein Dienst gezielt halt auch an deutsche Verbraucher richtet. Sprich, Facebook gibt es in Deutschland mit deutschem Interface, richtet sich klar an uns. Also müsste halt dementsprechend europäisches Datenschutzrecht gelten. Die Frage ist halt immer mit der Durchsetzung. Also theoretisch gibt es beispielsweise zwischen Deutschland und den USA so ein Abkommen, was offiziell garantieren soll, dass sie halt in irgendeiner Weise europäische Datenschutzstandards einhalten, Safe Harbor. Aber in der Praxis wird das nicht kontrolliert. Es gab halt irgendwie noch nie wirklich einen Fall, wo ein Unternehmen Strafe zahlen musste. Naja, klar, wenn es halt auch nicht kontrolliert wird, dann erst recht nicht. Willst du keine Steuern zahlen, warum soll sie Strafe zahlen? Nein, also es funktioniert einfach nicht. Es ist halt im Endeffekt so eine Brückenlösung, um halt irgendwie zu sagen, ja, irgendwie ist das rechtlich sauber, aber in der Praxis funktioniert es nicht. Aber so momentan hast du gegen Staaten, die im Ausland sitzen oder so, kaum Handhabe. Haben wir da eine Position? Ja. Also wir setzen uns für einen sehr extrem starken Datenschutz ein und wir sind halt auch für ein Kommunikationsgeheimnis im Internet, ein allgemeines. Das ist halt auch so ein bisschen die Thematik nochmal aufgreifen würde, auch mit Staatstrojanern, dass halt Staaten halt immer mehr dazu übergehen, auch Überwachungstechnologien selbst einzusetzen. Und zur EU-Datenschutzgrundverordnung haben wir noch keine explizite Position. Es gibt da ein paar Anträge in der Pipeline. Ja. Im Landtag Berlin wurde das schon mal debattiert, da gab es einen Antrag zu und im Landtag NRW hat die Piratenfraktion da was zu eingebracht. Nächste Frage. Wir zahlen ja letztlich auch tatsächlich Geld. Ich mache jetzt einfach mein Beispiel, ich gehe über Kabel BW ins Netz, habe einen ziemlich breiten Account, zahle 50 Euro pro Monat für Basis und für Flat-Datenrate. Und habe gehört, Kabel BW hat in Baden-Württemberg nur 5 Milliarden Umsatz und macht dabei 1,5 Milliarden Gewinn im Jahr. Haben Sie Zahlen insgesamt, wie viel das da auch so von den beiden Providern hängen bleibt und was da bei Kabel BW, was die mit den Daten machen, die durch ihr Netz gehen? Also zu Kabel BW habe ich keine konkreten Zahlen. Und insgesamt zahlen, was sozusagen das Internet neben den Werbedings da, weil wir zahlen ja alle, wir kaufen Laptops, mit denen wir reingehen oder Smartphones, wir schließen Verträge ab mit den Providern, wie viel das da drüber fließt, wie das im Verhältnis steht zu den tatsächlichen Werbeeinnahmen und wie viel das damit verdient wird. Also Sie meinen jetzt Provider, Telekommunikationsdienstleister, ja, reine technische, technische Geräte dazu? Die technisch, wie du das wir da ungefähr ausgeben. Weil das, wir schenken ja den Internetunternehmen einen Haufen Geld auch auf diese Art und Weise. Wenn ich eine Zeitung kaufe, muss die Zeitung die drucken, muss sie ausliefern, muss sie mir zu morgens bringen. Wenn ich übers Internet reingehe, fällt das alles weg, die Daten im Computer und damit war es das schon. Ich spare mir auch damit wirklich echt Geld. Ja, also das klingt nach einem neuen Geschäftsmodell auf der anderen Seite. Nee, das Geschäftsmodell gibt es schon, das ist schon eben seit das Internet da ist. Ja, also so, wenn man sich dafür interessiert, beispielsweise was für Wettbewerbsbedingungen halt die
einzelnen Kabelbetreiber, aber für die einzelnen Internetbetreiber. Da kann man sich mal bei der Bundesnetzagentur vielleicht umgucken. Die ist nämlich für die Regulierung dieses Marktes zuständig. Da gibt es halt auch, sage ich mal, Oligopole, da gibt es nicht so viele Anbieter. Da gibt es halt auch ja, einen gewissen Wettbewerb, finde ich ein bisschen unzureichend, weil im Endeffekt sind die meisten halt bei den großen 5, 6 Unternehmen. Und beispielsweise in dem Markt ist es so, dass ja, die Telekom quasi auf den, also dass das Kabelnetz quasi von allen genutzt werden kann, da werden halt Abgaben gezahlt. Da kann man sich halt nochmal informieren, aber ich glaube, es gibt also Statistiken darüber, wie halt der Gewinn der einzelnen Telekommunikationsdienstleister ist und noch zusätzlich Geräte und so. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt für Deutsche. Okay, gut. Ist wohl ein anderes Gebiet. Oder wo Jorgen? Ja, cool. 1, 2 in Orange, 3 in Weiß. Markus? Ich darf zuerst. Schatten, das Thema Schattendateien. Ich war vor ein paar Wochen auf einem Vortrag und war relativ empört über die Aussage von einem Wissenschaftler, der behauptet hat, wüsste vom Innenministerium, dass Facebook zum Beispiel Daten von meiner Mutter über die Kommunikation, die ich mit anderen führe, falls ich über sie sprechen würde, eben aufnimmt und dann eben Schattenprofile erstellt. Gibt's da, weißt du zufällig, ob es da irgendwelche haltbaren Aussagen dazu gibt, ob sowas, ist dir das auch schon über den Weg gelaufen? Weil mich hat die Aussage empört, ich habe dazu nichts gefunden, habe nichts gewusst und wollte es einfach auch nochmal fragen, weil es nahe liegt für mich, dass das gemacht wird. Aber wenn es gemacht würde, würde es mich doch sehr empören. Du meinst jetzt Profile über Leute, die selber das Netz nicht nutzen? Richtig. Mhm. Ah ja klar, also Facebook macht Profile über Leute, die halt nicht bei Facebook sind. Und zwar gibt es nämlich den Freundefinder bei Facebook. Also das ist, ich weiß nicht, ob du das mit Schattenprofil meinst. Genau. Aber da hat beispielsweise mein ehemaliger Arbeitgeber halt auch eine Klage gemacht. Deshalb, weil es gibt bei Facebook, aber auch bei anderen Diensten die Möglichkeit, dass man sein Adressbuch dort hochlädt, nach dem Motto, das machen Leute. Automatisch findet dann Facebook deine Freunde. Das Problem ist, also Apple macht das übrigens auch. Und das Problem ist aber, dass man da halt natürlich die Vornamen, Nachnamen, Mailadresse, je nachdem auch sogar Telefonnummer da halt eingibt oder noch andere Daten und man denjenigen ja gar nicht gefragt hat, möchtest du, dass meine Daten bei Facebook eingegeben werden? Und dann kriegt man halt so eine Mail von Facebook, dein Freund lädt dich ein, hier mit ihm zu interagieren. Und ich reagiere dann halt schon ein bisschen nicht gerade angetan. Und dann kann man bei Facebook seine Daten auch wieder löschen. Dann gibt es da so einen Link, den kann man folgen. Und dann steht da so, ja, Sie können jetzt Ihre Daten löschen. Und dann habe ich das gemacht und dann stand da so, ja, Ihre Daten sind jetzt in der Datei für gelöschte Daten. Also ja, da sollten Sie auch hin. Ja, also es ist quasi so eine Abschlussung von Google. Die erstellen dann einfach nur einen Datensatz, dass sie mir keine Mails schicken, damit ich nicht nochmal angepisst bin. Aber im Endeffekt ist das halt auch so ein Rechtsstreitfall. So. Da ist halt die Frage, ob Facebook da überhaupt aktiv Nutzer dazu aufrufen kann, so hier, gib mal Daten von Dritten, die damit nicht einverstanden sind. Nein, also die haben gerade ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmal überarbeitet und dort steht dann jetzt so in diesem Absatz, wo das geregelt wird, beispielsweise so, ja, du erklärst dich damit einverstanden, dass du als Nutzer selbst die Kontrolle darüber hast, ob du die Leute gefragt hast oder nicht. Obwohl das Recht nicht wirklich sauber zulässig ist, also da läuft halt die Klage noch. Und im Endeffekt kann man sich ja auch vorstellen, wenn ich jetzt dieses Adressbuch hochladen würde, vielleicht noch du und du, und, bestimmt nicht. Ja, bestimmt nicht. Ich auch nicht. Aber dann, also theoretisch wüsste dann Facebook, obwohl diese Person noch nie bei Facebook war, wie viele Leute, die bei Facebook sind, halt diese Person in ihrem Adressbuch haben. Und das ist ja auch so ein Kontaktprofil. Und was Facebook halt auch macht, die haben halt automatische Scan-Software, die Chats und Nachrichten halt nach gewissen Auffälligkeiten scannt und dann halt Alarm schlägt. Das ist halt offiziell dazu da, um halt irgendwie ja, Missbrauchsfälle zu erkennen, aber es ist halt trotzdem ein automatischer Filter und eine Art Rasterfahndung und du weißt halt nicht nach welchen Kriterien. Facebook macht das auch nicht öffentlich. Und Facebook zensiert halt auch Fotos beispielsweise oder Bilder und deren Kriterien, nach denen das gemacht wird, sind aber auch nicht öffentlich.
Das ist halt nicht so eine saubere Unternehmenspolitik. Oder Antikirchenpost. Oder Antikirchenpost. Bitte? Du hast vorhin diese Alternativen zu Google genannt, also Xquick oder Startpage, DuckDuckGo. Was für ein Geschäftsmodell haben die denn, wenn sie keine Daten verkaufen? Machen das so wie Piraten, dass sie 1000 Enthusiasten da den Laden aufhalten? Nee, also so Suchmaschinen können halt auch andere Finanzierungskonzepte haben. Also es gibt halt beispielsweise voll ehrenamtlich betriebene Sachen, die halt zum Teil auch gefördert werden. Also da gibt es halt zum Teil Fördergelder, die halt reinfließen. Oder zum Teil bieten die halt auch anderen Seiten an, so hey, du kannst diese Suchtechnologie bei deiner Seite anbinden, so, weil dann zahlst du halt einen gewissen Beitrag. Also es gibt halt andere Finanzierungsmöglichkeiten abseits von Werbung für solche Projekte. Aber viel von datenschutzfreundlichen Technologien oder Angeboten werden halt hauptsächlich durch Fördergelder oder Nichtregierungsorganisationen finanziert oder da sitzen einfach drei coole Hacker hinter, die einfach Spaß dran haben. So. Bei DuckDuckGo kann man die Werbung abschalten. Bitte. Viele Datenhändler reichern ja die Daten an, indem sie aus allen möglichen Bezugsquellen die Daten zusammenfassen und bieten die dann ihren Kunden an. Jetzt würde mich schon lange mal interessieren, welche Daten denn da überhaupt alles zur Verfügung stehen und wer das alles ist. Gibt es da eine Möglichkeit, sich als Nicht-Gewerblicher zu informieren? Welcher Datenhändler welche Daten anbietet und wo er die her hat? Ja, also klar, du hast halt, also wenn du quasi wissen möchtest, wer deine Daten beispielsweise hat, kannst du halt dieses Auskunftsersuchen an die stellen. Könntest du deine letzte Folie da stellen? Ja, also die sind verpflichtet, laut Gesetz dir halt zu antworten. Die sind auch verpflichtet, dir zu sagen, woher sie die Daten haben und an wen sie die gegeben haben. Nee, die letzte mit dem Link, wo alle drauf sind. Ja, also www.selbstauskunft.net. Also da kannst du halt einfach anfragen. Also im Endeffekt ist es halt sehr schwierig, sage ich mal, wenn man nicht selber betroffen ist, da halt irgendwie rauszufinden, woher sie ihre Daten haben und an wen sie die weiterverkaufen, weil im Endeffekt, man könnte halt dort anrufen und behaupten, man ist ein Unternehmen, dann kriegt man halt vielleicht noch mehr Informationen, aber wenn man da halt als normaler Bürger, sage ich mal, anfragt, ist halt relativ, ja. Freuen Sie sich nicht dann auch, dass Sie Daten kriegen? Inwiefern, wenn man da anruft? Ja, ich weiß nicht. Die Frage kam ja allerdings vorhin auch. Woher will ich denn wissen, dass wenn ich jetzt sage, die sollen sie nicht speichern, sie die nicht doch speichern? Das ist deine Frage. Die wissen, ob die echt. Sagst du laut? Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, habe ich mal gelesen, dass bestimmte Werbeanbieter 20 Millionen E-Mail-Adressen zufällig generieren, die Leute anschreiben, ja. Und wenn du dich dann beschwerst, dass du nicht mehr angeschrieben wirst, dann wissen sie zumindest, dass die E-Mail-Adresse echt ist. Ja. Ja, das gibt es nämlich auch. Also gerade bei solchen Sachen sollte man schon, bei Facebook ist klar, ja, aber nicht jede Werbe-E-Mail beantworten. Ja, da wäre man den Sportordner. Ja, also gerade bei Direktwerbung ist es so, dass man halt eigentlich zugestimmt haben muss, dass man diese, man muss eigentlich explizit immer so ein Häkchen ankreuzen, so ja, ich möchte unbedingt von Ihnen Werbung bekommen oder ja, ich möchte von Ihnen einen Werbeanruf bekommen. Und wenn man das halt nicht gemacht hat und wenn man auch weiß, dass man das bei diesem Unternehmen nicht gemacht hat, dann kann man die verklagen. Und wenn man selber keine Lust hat, die zu verklagen, kann man das vielleicht der Verbraucherzentrale melden. Die machen das dann eventuell für einen, wenn sie da Lust zu haben. Und Geld, das ist halt immer echt die Frage bei solchen Sachen. Oder man meldet das wirklich dem Landesdatenschutzbeauftragten. Also die Landesdatenschutzbeauftragten sind halt auch dafür zuständig, halt solche Missstände zu kontrollieren oder zu überwachen und da kann man einfach eine Mail hinschicken, das kostet nichts, wenn man beispielsweise so eine Spam-Mail bekommen hat und einfach hinschicken und sagen so, ja, ich habe denen nie meine Daten gegeben, forschen Sie da mal bitte nach. Und wenn da irgendwie 3-4 Bürger das tun, dann machen die das auch. Ich habe auch eine Frage, vor Jahren gab es die Robinson-Liste, ja. Ist die überholt oder gibt es die noch oder wie sieht die heute aus und wie kann ich die nutzen? Also die Robinson-Liste ist quasi so eine freiwillige Veranstaltung der Werbeindustrie. Aus meiner Sicht ist das so ein bisschen die Strategie gewesen, dass man sagt, so ja, wir machen es jetzt mit der Selbstregulierung. Der Staat muss uns nicht regulieren, wir regulieren uns selbst. Und das ist so eine Liste, bei der kann man sich eintragen, wenn man halt keine Werbung bekommen möchte. Das Problem ist... Der Bust. Ja, und das Problem ist, dass das aber nur für die mitmachenden Unternehmen gilt. Und da sind halt nicht alle drin und gerade so... da habe ich dann auch meine Daten hingegeben und sie sind natürlich froh, wenn sie dann welche haben, oder? Ja, aber die dürfen, also ich glaube nicht, dass das wäre, glaube ich, politisch zu heikel, diese,
also wenn so etwas rauskommen würde, dass diese Daten zweckentfremdet werden, das wird nicht nur einen mittelgroßen Skandal geben. Also ich glaube nicht, dass sie das tun würden. Aber im Endeffekt ist halt schon die saubere... Aber Spuren verwischen für die Nutzung, die ich da tue, das ist doch halt prima zu machen, oder? Aber die Liste gibt es tatsächlich. Ja. Also es ist aktiv. Aber wenn jemand anderer wieder ihre Daten weiterverkauft, dann bekommen sie wieder eine Werbepost von irgendjemandem. Aber die Robinson-Liste gibt es immer. Mhm. Also man kann sich da eintragen, aber das ist jetzt irgendwie kein Schutz vor allem und jedem. Also eben, ja. Vielleicht eine Erfahrung. Ja. Ich habe irgendwo, ich weiß nicht von wem das war, vielleicht vom E-Mail-Provider GMX, ein Preisausschreiben mitgemacht. Und seitdem bekomme ich dann Werbung zugeschickt von Seguras für Finanzanlagen und Eintrittskarten.de und verschiedenen. Also wenn man Werbung vermeiden möchte, dann bitte auch keine Online-Preisausschreiben mitmachen. Ja, und wenn man keine Schattenprofile erstellt haben möchte, dann redet mal bitte nicht über Dritte im Netz. Oh, das wäre mal der Maßnahme, nicht über Dritte reden. Ja, das ist schwierig, cool. Das ist im Alltag auch ganz wahnsinnig schwierig. Frage ich mich aber, was dann auf der Linie Mist eigentlich los wäre. Nix. Es ist nicht schwer, nicht über Dritte zu reden, aber im Netz sollte man es wirklich lassen. Oh ja. Was ich halt noch sagen möchte bei diesem Vortrag, das habe ich ein bisschen vermisst, dass man die Leute, dass man die Möglichkeit nutzen sollte, die Leute für diese Datenschutzprobleme und sowas zu sensibilisieren. Du hattest ja vor uns dieses Beispiel mit diesem Step by Motion, diese Werbeaktion, die da hatten, dieser Handy, ja, dass praktisch die Daten, die ja schon vorhanden sind, verknüpft werden, um die Leute dann, ja, und das wurde ja dann verboten, hat aber das Problem nicht gelöst, weil die Daten werden trotzdem gesammelt, ja, aber die Leute denken ja, das ist verboten, die Daten werden nicht mehr gesammelt, das Thema ist vom Tisch. Ja. Wenn dieser Dienst aktiv hat, dann wissen die Leute, das gefällt mir bei Google Street View, die Leute wissen jetzt ganz genau, wie man wird fotografiert, die achten jetzt viel mehr auf Kameras und sowas, ja. Weil dann achten sie drauf und dann wird das Thema halt, dann können die Firmen ja nicht alles verbieten. Wir sind ja bloß eine deutsche Partei, wir können nicht alles verbieten, wenn wir sagen, Leute, passt auf. Das ja, hört noch nicht, ich weiß es. Aber Leute, passt auf, Kameras ist ja das Problem mit Google Glass, die Leute sind jetzt viel sensibler auf das Problem, ja. Und deswegen finde ich, dass man, wenn man gleich wieder alles verbietet und das Thema ist weg, oh, ist alles gut und gar nichts ist eigentlich passiert. Weil die Daten sind ja trotzdem da, die werden halt bloß anders bearbeitet. Und keiner weiß es mehr. Ja, obwohl bei den Funkzellendaten war es so, dass zufällig in demselben Zeitraum halt auch diese Debatte war, dass halt Polizeibehörden das abfragen und da haben sie es, Bundesnetzagentur und Bundesdatenschutzbeauftragter zusammengesetzt und so einen Leitfaden erarbeitet. Und in diesem Leitfaden geben sie halt quasi Vorgaben an die Unternehmen, welche Daten gespeichert werden dürfen und welche nicht. Und da haben sie beispielsweise auch festgelegt, dass bei den meisten Angeboten, nicht bei allen, die halt nicht standortbasiert sind, halt auch nicht diese Funkzellen gefaked werden dürfen durch den Telekommunikationsanbieter. Dass Google das dann irgendwie checkt. Der Staat macht es halt trotzdem, wie man in Dresden gesehen hat. Ja, das ist das Problem, ja. Und die Leute wissen es halt nicht. Ja. Warum es wieder unter den Tisch geklappt hat. Also mehr drüber reden. Ja, eine Frage da hinten vom Barkeeper und dann. Der Barkeeper ist auch die Bar. Nee, ich weiß eigentlich eher, wir sehen es ja da, zum Beispiel die E-Mail hat Frau angerissen, wird jetzt einfach per Definition als sicher erklärt und ist es einfach nicht. Jetzt gehört öfters noch von Peter Schaar als Bundesdatenschutzbeauftragten. Welche Macht hat denn jemand eigentlich? Klar, er kann meckern. Wir sehen auch, dass Niedersachsen sein Hobby gefunden hat über Fälschungsrücklagen. Aber was können diese Leute, die da Interesse haben, wirklich bewirken? Und was für ein Gewicht hat denn ihre Aussage? Ja, also ich habe ja eine Beschwerde eingereicht im Januar bei der EU-Kommission, weil der. Also weil rechtlich gesehen der Bundesdatenschutzbeauftragte in Deutschland nicht vollkommen unabhängig ist. Seine Behörde ist irgendwie am Innenministerium angegliedert und gerade das Innenministerium bringt immer wieder so einigermaßen Klopper, sage ich mal, gesetzesmäßig durch, die nicht gerade datenschutzfreundlich sind. Ich will Herrn Schaar überhaupt nichts unterstellen. Ich sage einfach nur, dass diese Struktur nicht gerade geeignet ist, um halt jetzt irgendwie so den... Thilo Weiß hat den wehrhaften Datenschutzbeauftragten auf Bundesebene zu haben, weil auch seine Mitarbeiter zum Teil aus dem Innenministerium kommen oder danach im Innenministerium weiterarbeiten. Ich habe mal ein Praktikum gemacht beim
Landesdatenschutzbeauftragten in Schleswig-Holstein. Und die haben mit so die meisten Mitarbeiter von, also verglichen zu anderen Landesdatenschutzbeauftragten, weil die halt viel projektorientiert arbeiten. Die haben noch Gelder von der EU und irgendwie so Sachen. Aber im Endeffekt, wenn man sich da mal angeguckt hat, wie viele Beschwerden da reinkommen, die sind komplett überlastet. Also eigentlich bräuchten die halt viel mehr Mitarbeiter, als sie jetzt momentan haben, weil sie halt mit den Beschwerden der Leute nicht nachkommen. Und ja, im Endeffekt, ja, was für eine Macht hat ein Datenschutzbeauftragter? Ich glaube, so die Hauptmacht, die er hat, ist halt schon, dass er selber Verfahren einleiten kann. Also er kann halt, sage ich mal, gucken, wie ist die jetzige Rechtslage und legt sie halt aus. Was er nicht so viel machen kann, ist, sage ich mal, so politisches Gewicht in die Waagschale legen. Also Thilo Weichert macht das beispielsweise bei Facebook. Der haut immer total drauf, gibt 10.000 Interviews pro Woche, wo er nochmal anprangert, wie schlimm das alles ist. Und der macht wirklich starke Öffentlichkeitsarbeit und das finde ich auch gut. Aber im Endeffekt, um die Gesetze zu ändern, braucht es halt im Endeffekt halt ja Parteien im Parlament, die sich halt damit auseinandersetzen, weil ein Datenschutzbeauftragter kann halt nur Recht auslegen, sage ich mal, oder Empfehlungen geben, aber er kann sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil sonst wäre er ja halt, ja, also im Endeffekt, die Gesetze werden halt vom Parlament gemacht, im Idealfall. Ja, ja, ich wollte, weil Sie sagen von der Größe, es ist wirklich nicht einfach, wir sind als FDP überhaupt glücklich gewesen, dass es uns gelungen ist, durch die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, so weit mussten wir gehen, dass es uns gelungen ist, jetzt die Europäische Kommission dazu zu bewegen, dass sie dieses Gesetz über die Vorratsdatenspeicherung jetzt komplett neu bearbeiten oder überarbeiten sollen. Und mit diesem Schattenprofil, da haben wir letztes Jahr sehr großen Druck ausgeübt, damit Schufa nicht an unsere Daten rankommt. Das weiß ich nicht, ob Sie es überhaupt wissen. Also Sie haben vor einem Hintergrund, oder ich würde sogar als eine Täuschung bezeichnen, wollten Sie mit einem Potsdamer Institut eine Forschungsarbeit vorantreiben, wo alle Daten gesammelt werden und aufgrund von Algorithmen, die amerikanische Wissenschaftler erarbeitet haben, wollten sie Profile sammeln. Und diese Daten wollten Schufa dann wirklich zu Scoring oder für Scoring verwenden. Solange die FDP dabei ist, wird sie sich natürlich dagegen wehren und alles dafür tun, dass es nicht passiert. Dieses Potsdamer Institut hat dann diese Kooperation mit der Schufa auch gekündigt. Wie es dann weitergeht, das werden wir nach September sehen. Also weiß ich jetzt auch nicht. Also jedenfalls bis jetzt haben wir auch immer das Interesse daran, dass so wenig Unternehmen, also nicht Unternehmen, eigentlich Schufa, das ist schon eine Macht, dass hier an diese Daten oder an die Schattenprofile, dass es nicht missbraucht wird. Weil normalerweise sollte es ein freier Raum im Internet sein, wo sich der Mensch so bewegen kann wie auf der Straße. Ohne dass er gleich verdächtigt wird und ohne dass er gleich bewertet wird. Und das Fatale daran ist, ohne dass Sie überhaupt Ihre eigene Identität offenbaren würden, nur bei Facebook anhand der Likes sind Sie in der Lage, zu 99, in manchen Fällen zu 85% ihr eigenes Profil tatsächlich herzustellen, aufgrund dieser Algorithmen. Es gibt auch eine interessante Software, die wurde von zwei Studenten aus den USA entwickelt, die haben ihn Gaydar genannt. Das ist eine Software, die tatsächlich in der Lage war, anhand des Freundeskreises von einem festzustellen, ob man selbst schwul ist. Also die haben halt irgendwelche statistischen Daten genommen, die halt irgendwie darauf hinweisen würden, dass irgendwer schwul ist, und das hat tatsächlich, weil die Leute einfach so viel von sich preisgeben in Facebook. Auch mit Heteros hätten sie einen viel größeren. Ich weiß gar nicht, was die an Schwulen interessiert. Nee, und beim Scoring habe ich auch mal einen interessanten Fall erlebt. Ein Freund von mir hat keinen Kredit bekommen, obwohl er sehr viel Geld verdient. Er ist ITler. Weil nämlich in der Schufa halt unterschiedliche Daten zusammengeführt wurden, sprich, er ist nicht verheiratet, halt schon ein bisschen älter, ja gut, er verdient Geld, das wusste die Schufa anscheinend nicht so wirklich, und er wohnt halt in einem extremen Brennpunkt in Berlin. Und allein diese Faktoren haben dafür gesorgt, dass halt eine Bank ihm keinen Kredit geben wollte, weil das statistisch betrachtet eine Risikogruppe ist. Du kriegst eine Nachricht aus dem Netz, oder? Oh, ja. Nee, das ist der kritische Lagezustand, wenn es sagt. Das war auch schon.
Ja, vielen Dank für die Zusatzinformation. Vielleicht erst noch jemand anders? Gut. Haben Sie sich schon informiert, wie Geheimdienste zum Netz und so weiter stehen? Ich habe zwei wichtige Informationen gehört. Erstens, das AOL sitzt genau in Langley und in Langley sitzt auch der CIA. Das heißt, die haben im Prinzip eine Standleitung. Das zweite ist, der CIA, der amerikanische Geheimdienst, CIA, finanziert inzwischen Start-up-Unternehmen. Wenn also irgendeiner sagt, okay, ich habe eine ganz tolle neue Idee, wie man Informationen aus dem Netz auswerten kann, ich bräuchte dafür ein paar Millionen, dann geht er zum CIA und dann kriegt er die. Damit ist der CIA künftig Partner und Miteigentümer des Unternehmens und sitzt praktisch drin, statt nur draußen vor und hat einen ganzen Datenschutz umgangen. Das BMBF in diesem Land macht es ähnlich, indem es sozusagen Forschungsgelder, die eigentlich nicht in die Industrie gehen sollen, jetzt künftig immer mehr, ne, Schaban und Company, immer mehr in die sogenannten Überwachungstechnologien, in die sogenannten Sicherheitstechnologien Unternehmen steckt. Das sind Forschungsgelder, die der Steuerzahler irgendwann mal für die universitäre Forschung vorgesehen hat. Und seit dieser Legislaturperiode wandert immer mehr Geld raus. Also die Sicherheit und die Überwachung. Also die nichts Bundesregierung anderes. Hat tatsächlich so ein paar Schwerpunkte für Wirtschaftsförderung veröffentlicht oder festgesetzt. Und da war halt ein Schwerpunkt unter anderem halt moderne Überwachungskommunikationstechnologien. Und da werden halt tatsächlich schwerpunktmäßig halt auch solche Unternehmen gefördert, die halt auch Technologien einsetzen und exportieren. Das ist ja legal. Die halt zu Überwachung im Ausland führen oder auch im Inland. Noch? Meine Frage ist eigentlich, dieses Unternehmen sitzt nicht nur Fördergelder und die können dann machen damit, was sie wollen, sondern die werden Gesellschafter des Unternehmens, Teilgesellschafter mindestens, und sitzen dann mit in den entscheidenden Gremien des Unternehmens drin, sodass sie als Unternehmenseigentümer künftig Zugang haben auf die Daten, die das Unternehmen rausfischt. Das heißt also, unser Datenschutz von außen, dass man versucht, das Unternehmen zu kontrollieren, fällt weg. Das ist eben, der Staat sitzt künftig praktisch bei Facebook mit dem Hebel dran. Wir können dem gar nicht mehr vorschreiben, was er nach außen meldet. Aber es ist halt schon so, dass beispielsweise in den USA es jetzt schon so ist, durch den Patriot Act, also gerade nach dem 11. September, wurden halt ganz viele Gesetze durchgebracht, die halt den Geheimdiensten und Behörden, also es klingt halt wirklich extrem paranoid, aber es ist in der Praxis wirklich so, dass sie im Extremfall halt sich alle Daten halt ziemlich umfassend holen können. Und selbst wenn ich als deutscher Nutzer, sage ich mal, mein Facebook-Profil habe, wäre es halt theoretisch möglich, dass sich da halt die Behörden Zugang verschaffen und ich erfahre halt nie davon, weil für mich gilt dann halt nicht das deutsche Datenschutzrecht oder das deutsche Grundgesetz, sondern in dem Punkt gilt halt dieser Patriot Act oder halt andere Gesetze, die halt so im Zuge der Terrorismusfahndung halt umgesetzt worden sind, die können da drauf zugreifen. Also im Endeffekt gilt halt deutsches Datenschutzrecht nicht so umfassend. Deutschland ist halt, obwohl ich da viel zu bemängeln habe, halt international gesehen halt echt nicht schlecht dran. Also wenn man sich andere Staaten anguckt, wie halt der Datenschutz ist, grausig, gerade in den USA grausig. Und Facebook und Google und sowas sitzt alles in den USA. Die haben dort alle Zentrale. Das heißt, also alles, was ich bei Facebook mache, geht ja über einen Computer in den USA. Alles, was du im Internet machst. Sogar noch schlimmer. Genau. Ich möchte die Runde gerne schließen. Mir wurde gezeigt, dass die Zeit ist. Facebook hat ein Rechenzentrum im Norden von Finnland aufgemacht, weil dort die Umgebungstemperaturen niedriger sind, sodass von außen automatisch kalte Luft reinkommt. Da geht es auch noch um Kohle. So braucht man weniger Strom für Klimatisierung. Schönen Dank für euer Interesse. Ich glaube, die Zeit ist um. Mir wurde da ein Signal gegeben. Vielen Dank. Ja, also ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch von mir nochmal Dank, Natascha, als erstes an dich. Und dann, ich weiß nicht, soll ich alle aufzählen? Ich weiß es nicht. Also ich fange mal an mit dem Tom im fernen Berlin, vielleicht schaut er ja zu. Er hat uns nämlich zum richtigen Augenblick in den Arsch gedreht und hat gesagt, jetzt müsst ihr langsam mal in die Füße kommen.
Ja, das war derjenige, der gesagt hat, jetzt müssen wir aufpassen. Also das ist ein Dank dann ja, an Beverle mit der Technik, El Wichtel mit der, auch mit der Organisation hier im Hause, Vivace hier mit der Moderation und Unterstützung da und auch immer mit dem Finger an der richtigen Stelle geht. Jetzt muss es mal vorwärts gehen. Ich hatte die Idee für die Referentin und ich freue mich, dass genau, das genau, das ist auch, genau, das habe ich nicht vergessen. Also ich vergesse mit Sicherheit was. An den Bezirksverband, weil wir ja keinen Kreisverband haben, dass er uns ermöglicht hat, hier möglicherweise Gelder zur Verfügung zu stellen. Ich bin ja selber mit dem Bezirk, aber ist ja egal. Ich habe schon den Bezirksverbandsvorsitzenden hier sitzen haben, um das mal erwähnen. Ja, ja, also ich bedanke mich. Ich hoffe, dass wir so eine schöne Resonanz auch in Nördlingen haben, in eineinhalb Wochen zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und Katascha hat auch das Bestandsdatengesetz angesprochen. Also denkt dran, am 14.04. ist der Tag welcher. Also das, was wir im Januar 2012 gemacht haben, ist eigentlich so Minimum. Ne? Also das ist so von der Größe in Stuttgart, so von den Menschen, die da waren. Also wir müssen dahin, wir müssen einfach Druck machen und einfach nochmal zeigen, dass das an der Stelle dann auch irgendwo nicht geht. Dann möchte ich mich noch bedanken. Vor allem, dass Sie da waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen bei uns. Uns ist immer wichtig, dass Themen nach vorne getragen werden. Und wir sehen, dass Themen nach vorne getragen werden. Und wir sehen auch, dass solche Themen nach vorne getragen werden, auch von der FDP. Wobei wir natürlich sagen müssen, dass wir andere Themen bei der FDP vielleicht nicht so. Also wir sind nicht ganz so viel von da. Aber uns ist wichtig, dass die Themen nach vorne getragen werden. Und dass es dann auch ja, so ein bisschen der Blick dafür geweitet wird. Und dann, deswegen freue ich mich, dass Sie heute hier bei uns waren. Also, vielen Dank nochmal und ja, trinkt noch einen Schluck, die Bar ist noch offen und du musst natürlich selbst bezahlen, ist klar. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Weg nach Hause und für die weiten Strecken, die ihr teilweise angereist seid. Danke dir.